Man darf ja nicht vergessen, seit die Albertiner 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der Donaumonarchie verstaatlicht worden ist, hat dieses Palais überhaupt keine Chance mehr bekommen, als jener historische Erinnerungsort wahrgenommen zu werden, der es ursprünglich war. Das war die Residenz der höchsten habsburgischen Fürsten. Und zurückzubringen, diese Einheit aus Palais, fürstlichem Lebensstil, der Aufklärung, innerhalb derer die Albertiner gegründet worden ist im 18. Jahrhundert, und Sammlung, das war das eigentliche Anliegen und die Herausforderung dieser Ausstellung. Es gibt insgesamt 13 Räume, in denen zunächst einmal ein großer Block zu den Lebensstationen der Sammlungsgründer präsentiert wird. Es folgt nach diesem kulturhistorischen Abschnitt ein Bereich mit 3 Räumen, die der Sammlung gewidmet sind. Im ersten Raum die italienische Schule. Danach folgt die deutsche Schule oder altdeutsche Schule. Im dritten Raum werden dann die Flamen und Franzosen präsentiert. Es wird der berühmte Elefant von Rembrandt gezeigt, die Bauernhäuser im Gewitter, aber auch diese wunderbaren Capricci der französischen Schule von Hubert Robert. Herzog Albert war ganz besonders daran interessiert, bildhafte Werke auch zu kaufen. Der Feldhase ist ein fertiges Bild, wurde nie als Studie verwendet, signiert, monogrammiert, ist es für ihn ein Bild. Allerdings auf Papier gilt es daher als Aquarell, als Zeichnung. Ähnliches gilt für die betenden Hände oder für die fertigen Bilder, die er von Rubens gekauft hat, die dieser von seinen Kindern angefertigt hat. Aber die Zeichnung wird im 18. Jahrhundert noch einmal eine neue Bedeutungssteigerung erlangen. Das ist das Geniezeitalter. In einer Zeitalter des Sturm und Drangs, wo der Geniekult geradezu betrieben wird, ist die Zeichnung natürlich der unmittelbarste Ausdruck von Genialität, von Unmittelbarkeit, von Spontaneität und daher der direkte Niederschlag des Geistes der Kunst. Ohne die Katastrophe, die für ihn persönliche Katastrophe der Französischen Revolution, hätte er nicht fliehen müssen. Fliehen von Brüssel nach Wien. Trotz gegenteiliger Verträge und Beteuerungen verliert er alle Ämter und nun ist der Kaiser in seiner Schuld. Und die Schuld löst er zweierlei ab. Einmal macht er ihm seine eigenen Tresore auf und gibt ihm den Zugang zu seinen eigenen Michelangelos und zu dieser großen Dürer-Sammlung. Und zum anderen bietet er ihm, damit dieses Paar, Marie-Christine und Albert in Wien bleiben, dieses herrliche Palais an. Nach 50 Jahren der Sammlertätigkeit hat die erzherzogliche Sammlung von Albert insgesamt 14.000 Zeichnungen und 200.000 druckgrafische Blätter umfasst. Albert hat nicht nur alte Meister gesammelt, sondern auch die zeitgenössische Kunst, zum Beispiel Caspar David Friedrich. Und diese Meisterwerke von Füsli, Jakob von Alt, werden im letzten Raum präsentiert, die ja ursprünglich ungefähr ein Drittel seiner Sammlung ausgemacht haben. Diese ganze Ausstellung ist ja ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es eine kulturhistorische Ausstellung, die das Leben, Wirken, die Lebensumstände, den Lebensstil von Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seiner Frau als Herzogin Marie-Christine von Österreich darstellt. Aber dann ist der zweite Teil die Kunst, die er gesammelt hat. Und die ist uns so nahe, als ob sie gerade gestern entstanden wäre. Denn die Kollektion vom 15. Jahrhundert von Albrecht Dürer, Michelangelo und Leonardo bis zu seiner unmittelbaren Gegenwart, bis zu Jacques-Louis David, dem napoleonischen Maler, oder Caspar David Friedrich, dem deutschen Romantiker. All das findet in dieser Kollektion Platz und ist uns nahe, als ob man es in einem White Cube in einem Museum zeigen würde. In dieser Ausstellung kommen die beiden Felder zusammen. Daher ist sie die komplexeste Ausstellung, die die Albertina jemals durchgeführt hat.